Hallo, ich bin ein Tourist in Teneriffa. Teneriffa ist eine so eine Insel für Besuchen. Teneriffa bietet eine Vielzahl von touristischen Unterkünften, die von den besten Hotels, Landhäusern und Herbergen auszufinden sind zu Touristenwohnungen. Aber was ist die beste Option? Das hängt davon ab, was jeder bevorzugt. Lassen Sie uns die Vorteile von Hotels im Vergleich zu Lowings Wohnungen sehen. Vorteil Hotel: Verpflegung möglich. Reinigung inklusive. Vorteil Ferienwohnungen: Selbstversorgung oder Essen gehen möglich. Ruhe und Erholung. Deutlich mehr Privatsphäre. Es gibt Hotels aller Kategorien, aber Teneriffa ist bekannt für die besten 5-Sterne-Hotels in Spanien. Da es sich um sehr viele Hotels handelt, die den besten Service bieten. Die meisten dieser Hotels befinden sich im Süden der Insel, die sie werden gerufen. Die besten Hotels: Royal Hideaway, Coral Suites, in La Caleta, Hotel Baobao, Suites in Costa Verde, Gran Melia, Palacio de Isora Alcala, Bahía del Duque, Costa Verde, Hotel Vinci, Selección La Plantación del Sur, Costa Verde, Sandos, San Blas Eco Resort, Oasis del Sur. Um die Insel in vollen Zügen genießen zu kommen, müssen Sie einige charmante Städte besuchen. Ich empfehle jedoch einige dieser emblematischen Städte und Orte zu besichtigen. Die Stände sind magisch, zwar zum Beispiel Playa Las Gaviotas, Santa Cruz, Playa La Arena, Santiago del Teide. Im Icod de los Vinos, der Drachenbaum besuchen, in Buena Vista del Norte, der Leuchtturm und Hinblick auf den gigantischen Klippe, einige Wanderungen in Anaga-Gebirge machen. Garachico, der alten Viertel und die Lava-Mimings besuchen. Kanariendorfen. Es gibt 31 Gemeinden. Die wichtigsten touristischen Gemeinden sind Adeje, Arona, Guía de Isora, Santiago del Teide und Granadilla. Der Bona im Süden, im Norden Puerto de la Cruz, La Orotava, Teide, Icod de los Vinos, Garachico und Buena Vista. Die größten Städte sind Hauptstadt, Santa Cruz de Tenerife und La Laguna, die liegen im Nordosten. Die Wirtschaft auf Teneriffa wird zu mehr als 50% von Touristen von Tourismus untersucht. Und aufgrund der Pandemie werden der Insel mehr als 90% der Besucher vorenthalten. Das bedeutet, dass die Wirtschaft gelähmt ist und sie viel Arbeitslosigkeit mit sich bringen und eine Verlangsamung der Wirtschaft. Corona-Krise auf den Kanaren. Die lokale Politik der Kanarischen Insel betont gleichzeitig die Notwendigkeit,
des Lockdown und dessen Gefahr für die lokale Wirtschaft. Die Folgen dieser Krise seien für die Kanaren aufgrund der Lähmung ihres Wirtschaftsmotors dramatisch. Ich bin sehr glücklich in Teneriffa. Ich hoffe, euch ihnen einmal zum Zählen. Okay, jetzt ich gehe zum Strand.